So. Ja. Okay, passt auf. Wenn hier das Fenster ist, würde ich mal sagen. Zwei lassen wir auf jeden Fall frei. Und hier machen wir dann weiter. So, um die Ecke. Wieder zwei freilassen und hier wieder ein Fenster. Und hier natürlich zwei freilassen und dann so. Und hier in die Mitte habe ich nämlich gedacht, hier so, ein bisschen, also dann davor, hier dann so wie Säulen hinzubauen. Eins, zwei, drei, das würde gerade gehen. Würde dann sich allerdings schon mit dem Weg überschneiden. Kann auch sein, dass ich da ein Stück weiter hinten hinbaue. Da wäre es dann von Vorteil, wenn wir Marmor hätten, weil aus Wolle jetzt die Säulen unbedingt zu bauen, na, muss nicht sein. Kann man machen, muss aber wie gesagt nicht sein. Ich hätte fast sogar noch veranlasst, dass ich den ganzen Weg ein ganz kleines Stück weiter oder das ganze Hotel ein Stück weiter nach hinten verschieben hätte müssen. Aber ja, rein vom Prinzip her kann es auch so bleiben. Also hier haben wir dann unseren Strand, der wird dann eh noch ein bisschen nach vorne gestreckt. So, das ist jetzt erstmal das Grundprinzip. Dann kommen die Säulen davor, dann kriegt das natürlich auch noch ein Obergeschoss, das ist ja das Ding. Das bleibt ja nicht ganz auf einer Etage. Jo. Ja, und jetzt braucht es ein bisschen Architektur. Ein bisschen Planung in die ganze Geschichte. Nämlich würde ich das schon so machen, dass ich von innen nach außen baue. Das heißt, ich gehe jetzt mal nach innen, rupf hier mal sämtlichen Sand raus, der überhaupt nur möglich ist. Würde mal hier zumindest schon mal so den Fußboden machen. Das also dazu. Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Konzept. Ich will hier vorne, will ich so eine Art Aula lassen, die dann hier drüben, so links und rechts, zu den Zimmern übergeht. Die Zimmer allerdings auch noch eine Art Flur besitzen sollten. Dimensionsmäßig nicht zu übertrieben. Also ich würde mal sagen, wir machen mal die Flure vier Blöcke breit, so. Das war eigentlich so ein bisschen so die Vorstellung. Also wie gesagt, ich habe im Kreativmodus habe ich auch ein Hotel gebaut. An das soll es ein wenig anlehnen, aber nicht eins zu eins. Kriege ich auch nicht hin, weil da habe ich es auch nämlich aus Marmor gebaut. Also aus Quarz. Quarz ist es ja. So. Und das Ding ist, wenn ich jetzt, also mal angenommen, ich mache jetzt hier meine Wand hin. Dann sollte hier schon ein Fenster rein. Ne? Hier allerdings wird die Wand zu den Zimmern. Dann kommen die Zimmer rein. Ich mache das jetzt mal bloß so, dass man mal sieht, wie in etwa der sich das vorstellt, der Sack. Ja, kurze Denkerpause ist gerade ganz angebracht, weil Minecraft nämlich hängt. Jetzt nicht mehr. Ja, das Ding ist, hier ein Fenster. Hier dann die Zimmer. Nicht zu groß, nicht zu klein. Drei. Vier. Ja, wenn ich hier die Tür einbaue. Ich würde dann sogar fast Doppeltüren veranlassen. Das war 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke haben. Das reicht eigentlich zu. Also hier quasi die Türen. Ja, die haben wir jetzt noch nicht, die müssen wir uns dann noch bauen. Das jetzt bloß mal so als Grundriss hier. Also hier kommen dann die Türen rein. Oh, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und hier dann wieder eine Wand.
Die Zimmer an sich in der Tiefe wäre auch noch so eine Sache. Müsste jetzt ein bisschen hier mit den Fenstern harmonieren. Ich würde fast aber mal sagen, dass jedes Zimmer hier. Warte mal, drei haben wir hier. Da könnten wir hier ein Fenster machen. Zack. Zwei. Naja, das ist dann zu klein. Das. Drei. Dann hier noch ein Fenster. So. Und dann rum. Oh, ist das dann zu knapp? Wenn ich jetzt hier schon rumgehe, warte mal, wie sieht denn das dann von außen aus? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Eigentlich perfekt. Eigentlich perfekt und viel größer müssen die Dinger ja auch nicht sein. So, komm. Lass uns ein Zimmer fertigstellen, damit wir mal ein bisschen eine Idee haben dann, wie es am Ende aussieht. So, hier müssen nämlich dann auch noch Fenster rein und das wäre jetzt der nächste Ansatzpunkt. Ja, perfekt. So, hier braucht es keine Fenster, ist klar, weil da schließt ihr dann mehr oder weniger das nächste Zimmer an. So, so, so und fertig. So, das wäre jetzt das Grund, das ist jetzt so der Grundriss von so einem Zimmer, ja? Nur das, was ihr mal gesehen habt. Die müssen wir jetzt natürlich alle so bauen. Also es werden nicht viele werden. Also vielleicht, ja, 20 Zimmer, sage ich jetzt mal, grob. Also unten kriegen wir auf jeden Fall, ja, müssen wir dann mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, ich habe da schon so ein bisschen meine Idee, ich habe da so ein bisschen so ein Vorbild. Ja, also es wird jetzt, ist klar, das wird jetzt hier kein Burj Dubai hier, das wird hier kein Sechs-Sterne-Hotel. Das wird jetzt hier schlichtweg so ein kleines Strandhotel werden. Sagen wir mal 3 Sterne, 4 Sterne. Aber eben auch keine Spelunke, also wirklich schon ein bisschen was Nobleres jetzt hier. Fantasie kennt ja keine Grenzen. Bei mir ohnehin nicht, was Minecraft angeht. Auch wenn meine Gebäude alle ein bisschen schlicht gehalten sind, das Hotel, das wird dann schon mal eine Spur Delikatesser. Ich meine, das Schiff an sich ist ja auch schon mal ein echt geiles Bauwerk geworden. Ne? Muss man ja schon mal ehrlich gestehen. Ich habe jetzt übrigens vor kurzem, habe ich das Schiff hier na sag's doch schon, hier, das Schiff da, also aus dem Survival, habe ich mal kopiert mit World Edit und habe das mal in meine Kreativwelt neben das Schiff, was ich in der Kreativwelt gebaut habe. Das in der Kreativwelt ist ein kleines Stück größer. Sieht natürlich auch ein kleines bisschen edler dadurch aus, aber die nehmen sich fast nichts. Und ich habe wirklich, ich habe nicht nach Schablone gearbeitet, aber die sehen fast gleich aus, einfach. Wahnsinn. Wenn das mit dem Hotel vielleicht auch so klappt, wäre nicht schlecht. So, jetzt haben wir das Ding hier. 3, dann 4 durch die Wand. Also hier ist die Wand, das heißt hier wieder 1, 2, 3. Hier die Tür. 1, 2, 3 und der Cut. So. Und wenn wir die Zimmer jetzt erstmal vom Grundgerüst her alle so machen, bevor wir hier überhaupt irgendwas einrichten und irgendwas berücksichtigen, dann wäre das erstmal ganz geil. Weil da haben wir nämlich schon mal ein schönes Fundament dann. Und können dann weiter planen. So. Ja, wie gesagt, da hinten, das muss echt alles noch weg. Na? Nur mal so. Okay. Haben wir das erstmal. Jetzt machen wir auf der anderen Seite mal weiter. Dass wir wirklich mal ein ideales Grundgerüst kriegen. Jetzt muss ich natürlich wieder. Nee, muss ich nicht. So. 1, 2, 3. Tür. 1, 2, 3. Cut. 1, 2, 3, Tür, 1, 2, 3, Cut. 1, 2, 3, Tür, 1, 2, 3, Cut. So, idealo. Die Tiefe, die kriegen wir so raus, sonst muss ich drüben nochmal zählen gehen. So, glaube ich. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gehe ich drüben nochmal zählen.